Die fantastische Welt des Jahres 2000 mit den gewaltigen Errungenschaften des Atom- und Weltraumzeitalters ist in Gefahr, durch eine kosmische Katastrophe vernichtet zu werden. Ein geheimnisvoller Himmelskörper bedroht die Erde. Seine giftigen Gase und Lavaströme bedeuten für jeden, der sich ihm nähert, den sicheren Tod. Eine Gruppe tapferer Frauen und Männer startet zu einer tollkühnen Fahrt in den interplanetarischen Raum. Zu einem Unternehmen voll höchster Gefahren. Orion 3000. Raumfahrt des Grauens. Rüstet euch außerdem mit ein paar Handbomben aus. Ich bleibe mit euch allen in Sprechfunkverbindung. Captain Perkinson übernimmt die Antimaterienwaffe. Ihr Echo! Ihr Echo! Großer Himmelskörper direkt vor uns! Kein Meteorit! Er kommt auf uns zu! Gehen Sie auf anderen Kurs. Wir können nicht. Unglaublich. Geben Sie mir sofort den General. Die Jungs wurden plötzlich vom Sog ergriffen und innerhalb von wenigen Sekunden waren sie weg. Wie viele? Unglaublich. Die Asteroiden werden erfasst und verschwinden im Innern des Körpers. Orion 3000. Raumfahrt des Grauens. Todesmutige Astronauten in der Unendlichkeit des Weltalls. Ich kann nichts tun. Das Ding hat eine ungeheure Anziehungskraft. Das Raumschiff gehorcht mir nicht mehr. Rückstoßraketen zünden. Wir treten jetzt in den Zustand der Schwerelosigkeit ein. Ich hoffe, dass es nur für eine kurze Zeit sein wird. Also los, Lieutenant, geben Sie den Befehl durch. Unchiffriert. Unchiffriert? Fragen Sie nicht so dämlich, unchiffriert. Aber es war doch eine Verschlüsselung. Kein Wort mehr, Lieutenant. Halt's Maul, du Angeber! Achtung, los! Eine Gruppe tollkühner Raumfahrer ist entschlossen, den letzten Einsatz zu wagen, um eine kosmische Katastrophe zu verhindern, die den Untergang der Welt bedeuten würde. Die Antimaterienwaffe klar? Wenn du sie zum Einsatz bringst, gehen die Jungs drauf. Ich habe Klarmachen befohlen. Holen Sie von General Norton Genehmigung zum Einsatz der Antimateriebombe ein. Mit Antimateriewaffen gegen kosmische Kräfte. Ort! Hilf mir doch! Frank, die Zündkapsel! Los! Komm näher ran, Joe! Reich mir die Hand! Ich schaffe es nicht! Ich schaffe es nicht! Schalten Sie die Automatik ein! Eine monumentale Zukunftsvision. Die gespenstische Wirklichkeit von morgen. Orion 3000. Raumfahrt des Grauens.